Ich nehme mal den Akura. Nicht zu sehr an einen Wagen gewöhnen, ne? Kimi, 6,59. 702, auch Kimi. Mag die Strecken. Oh, ich bin Erster. Nicht schlecht, ich bin Neunter. Hier kenne ich den Anfang der Strecke. Vielleicht den ersten Abschnitt. Oh, ich hab mal das Straßenset abgeladen. Also ordentlich Power hat er. Obwohl ich auf der Bremse. Meine auch. Obwohl ich auf der Bremse stand, ist er losgezischt. Oh, 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 oh. Die Kurven hier werden enger, ja? Wollte es gerade sagen. Dein Zwillingsbruder. Oh, der dreht mich. Ich habe ihn gerammt. Ich bin rechts, ich bin rechts. So, jetzt kommt hier eine Enge. Und die nächste wird noch enger. Ja, hab ihn. Okay, das Straßen-Setup ist für den ganz schön kacke. Ist das so ein... Upp, Kreisverkehr! Calculated. So muss das. Ah, hier können fliegende Schilder gehen. Hier musste man bremsen, das war... Hier muss man bremsen, wo ich jetzt bin. Ja, wo man sonst gegen die Mauer fährt. Und jetzt kommt der nächste Kreisel, aber diesmal nicht geradeaus drüber, sondern rechts. Rechts, habe ich gesagt. Und dann fahre ich selbst geradeaus. Und heben wir ab. Oh, minimal. Ist das dasselbe Auto wie eben? Du hast das Setup wieder geändert. Ja, das ist nicht so gut wie das andere. Oh, mit Bande. Kann man vielleicht mehr springen? Ups. Also wenn man sich das hier so anguckt, dann sieht es vielleicht nicht so aus, aber der Wagen fährt sich viel besser als der Porsche. Sowas von deutlich stabiler. Aber das Straßensetup ist nicht stabiler. War niemals mit Straßensetup. Uiuiuiui. Dabei hätte man meinen können, das Straßensetup ist auf einer Straße besser. Ah. Ups. Hab meine Aerodynamik verbessert. Und mein Gewicht. Kurbel, Kurbel, Kurbel. So, letzte Kurve für den ersten Abschnitt. Und hier wäre das Ziel von Stage 1. Ab jetzt kenne ich die Strecke nicht mehr. Okay, bremsen. Noch Zweiter? Ja, ich bin hier sehr hart aber am Arbeiten. Sowohl um nicht zurückzufallen, als auch jetzt der Wagen noch auf der Straße bleibt. Ich mach mal eine gemütliche Kaffeefahrt dann hier. Oh, ich glaube, ich bin jetzt gerade am Wasser. Ich bin durch einen Tunnel durch. Da fahre ich jetzt gerade rein. Jetzt in den nächsten Ort hier.
Oh, wenn man in den Ort reinkommt, scharfe Linkskurve unter einer Brücke durch. Vom Wasser wieder weg. Oh, und dann hier. Upp. Wir werden das hier Serpentinen. Also niemals die Standardstraßen-Setups. Oh ja, jetzt kommen die Serpentinen hier. Upp. Nein, ich bin Dritter. Wieder Zweiter. Ah, bin wieder Dritter. Aber diesmal ist wer anders Zweiter. Wow. Ich glaube, das sind hier auch wieder die Bodenwellen mit dem Setup. Jetzt die Frage, kann man den... Boah, ist vielleicht der Porsche vielleicht standardmäßig nur ein Straßensetup? Dann muss man mal gucken. Ja, vielleicht ist der... Der Hauptunterschied sind die Setups. Könnte sein, gut die Standard-Setups. Weil der fährt jetzt quasi so wie der Porsche von eben. Bei Pong, jeder Pong. Bodenwelle. Ah, da kommt er. Hast du die aufgehalten oder fahren die so langsam? Die fahren so langsam. Ich bin jetzt direkt hinter dem zweiten. Vielleicht eine Sekunde. Ah, da kommt er. Ah, der hat auch dein Auto. Aber seins ist noch ganz. Also ein bisschen. Ne, Motorhaube hat er auch nicht mehr, okay. Ja, das war ich. Bin hier der zuständig fürs Motorhauben entfernen. Ah, oh, das war knapp. Fahr mal kurz vorbei, dann kannst du das mal angucken. Ah, er will auch vorbei. Ah, Entschuldigung. Das war wieder so ein Ausbrecher. Ja. Hui! Wow! Ah! Scheiß gar nicht. Das warst du. Ah! Jo, da ist noch so einer. Ich hab das irgendwie Rabatt auf die Orangen. Ist das Standard? Gibt's den nicht in einer anderen Farbe? Dann hat der McLaren Farbe. Ah, scheiß KI! Wenn die KI hier bremst, sollte ich vielleicht auch ein bisschen bremsen. Ja, zum Glück war da eine Bushaltestelle, da war doch Asphalt. Ja. Jetzt weiß ich, was du meintest. Die Kurve wurde enger als erwartet. Gib's ihm. Leider hast du ihn auch wieder gerade gedreht. Ja. Sehr gut. Achtung, ich schiebe. Moment. Ja. Der Boost. Oh, ich bin richtig am Kurbeln hier. Jetzt noch das Ziel, oder? Vielleicht vom zweiten Abschnitt. Achso. Also wir sind hier auch mal mit, da war auch das Public, da sind wir mit so einem anderen gefahren. Ich glaube, die A-Klasse. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die da komplett gefahren sind. Da sind wir, glaube ich, die Abschnitte einzeln hintereinander gefahren. Ja, das kann auch sein. Ich bin den ersten Abschnitt ganz häufig gefahren, auch schon im ersten Teil. Deswegen kenne ich den einigermaßen. Hier ist das Ziel. Huh! Bonk. Noch in den Punkten, ja! Und noch Blechschaden. Ich kämpfe hier gerade noch mit einem Bong! Und nochmal in den McLaren.
Ich möchte nicht wissen, was wir für einen Schaden angerichtet haben, also wie teuer das wird. Genug. David Hamm. Immerhin ist der mich zuerst überholt hat, nicht Erster geworden. Du tust einfach so, du sagst, dass der Erster war, das wäre dein Auto. Genau. Der sah genauso aus. Auch so kaputt. Oh, Moment.